Ahoi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute ist auch wieder der Patrick dabei von Sound & Genau, Frank, also für 50 Jahre hast du dich gut gehalten, muss ich sagen. Danke. Komm, schaff dich, Bruder. Los jetzt. Kann ja wohl nicht sein. Ach ja, jetzt. Nee. Ah, jetzt, da ist er. Jetzt passt es mit den 50 Jahren. Geil. Ja, gut, die Anmoderation ist schon gemacht. Ja, hat das sehr gut gemacht. Hat das sehr gut gemacht. Ja. Hätte die Platten auch noch können vorstellen. Ne? Stimmt eigentlich. Ja. Ja. Moment. Moment. Prost. Prost. Yeah. Ja, Frank, was machen wir hier heute eigentlich? Wir stellen Platten vor. Platten? Drei. Viel? Drei an der Zahl für jeden. Ja. Und da du der Gast bist, fangst du heute an. Oh, jetzt muss ich mal gucken, was ich als erstes zeige. Also tatsächlich haben wir uns die Platten nicht gezeigt. Nein. Das heißt, die Reaktionen sind spontan. Okay, ich fange mal mit dieser Schallplatte an. Schau mal, das heißt De Fass oder Die Face, ein Jazzquartett featuring Jo Kraus. Und zwar habe ich die... Studer-Tonbandmaschine. Ja, genau. Pass auf. Und zwar habe ich die bekommen in Darmstadt auf den Hi-Fi-Tagen letztes Wochenende. Okay. Und die Firma ATR, das steht auch hier oben drauf, die machen Hi-Fi-Vertrieb für verschiedene Marken in Deutschland. Und da haben die mir erzählt, sie nehmen in ihrer Villa, die man hier oben sieht, auch Konzerte auf. Alles analog, rein analog aufgenommen, analoges Mastering und bringen das auch auf Platte. So auch passiert in diesem Fall mit diesem Jazzquartett. Weiß nicht, ob man es hier jetzt sehen kann. Hier sieht man auch die Atmosphäre, wie die da gesessen haben. Ja? Und es ist wirklich toll gemacht. Man sieht ja auch ganz links das Klavier, nebendran der Bass, dann der Schlagzeuger, dann der Trompeter und der Saxophonist. Und genau so hat man es dann quasi auch im Stereobild vor sich, wenn man die Platte hört. Also wir haben das quasi in einem Take aufgenommen, zwar Mehrspur, genau. Person, aber gleichzeitig eingespielt, nicht nacheinander. Genau, genau. Ah. Gleichzeitig live-Rekord. So wie es die Fantafie auch gemacht haben. Genau. Auf dem Album. Ja, war dieses Jahr am 31. Mai und ist wirklich ganz toll gemacht und ich finde vor allem ein kleines bisschen hat man von der Raumatmosphäre. Klar ist ab und zu auch so ein Klatscher drin von den Leuten, die da waren, aber ich meine von der Raumakustik kommt auch so ein bisschen was rüber. Und ich finde es ist sehr ausgeglichen gemacht, klingt klasse und ich finde, hat auch so eine gewisse Geschmeidigkeit und ja, hört sich blöd an, aber ist so ein sehr analogen Sound. Sag mal. Ja, ein sehr analogen Sound. Ist auch hochwertiges, glänzendes Gatefold, ne, so mittlere Stärke, gefütterte Innenhülle und hat mich total überrascht. Auch musikalisch ist es gut, auch für Einsteiger zu empfehlen. Ist, und die kommt man oft zu kaufen? Oder das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die kann man nur über ATR direkt beziehen, aber die kann man schon kaufen. Die kann man dort schon kaufen, aber ich glaube jetzt nicht, dass man die im Plattenladen bekommt. Da muss man schon auf ATR selbst zugehen. Und das wollte ich noch sagen, ist auch geeignet für Einsteiger. Teilweise sehr ruhiger, eingängiger, chilliger Jazz, allgemein gut verdaulich. Cooles Ding, klingt gut, interessant und habe ich das auch noch nie gehört. Das sind aus Deutschland, die Fass habe ich noch nie gehört. Ne? Gut, das war aber genau wie mit dem Sebastian Gala vorher, mit dem Two Moons Quartett, habe ich vorher auch noch nie gehört und finde ich es auch klasse. Also ich glaube, da gibt es in Deutschland doch noch den einen oder anderen zu entdecken, weil die halt irgendwie doch in kleineren Kreisen spielen. Ne? Ja. Das wäre dann. Das ist cool. Muss man mal reinhören. Ja. Mal schauen, ob man es bei Spotify oder Tidal findet. Na, ich glaube nicht. Nicht? Ne? Aber du kannst ja mal die Platte. Ja, dann leih ich mir mal die Platte. Ja. Ich nehme die weite Fahrt auf mich und leih mir die Platte raus. Ich schmeiß dir die rüber. Ja. So, dann hau du mal raus. Schön. Ich fange mal mit einer Platte an. Die kam die Woche an. Ist noch gar nicht ausgepackt. Machen wir jetzt. Und zwar habe ich ja bei meiner Kassettenvorstellung im letzten Video die Band Dodgy erwähnt. Ich habe ja kurz erzählt, das war eine Band auch aus den 90er Jahren, die so ein bisschen Britpop-Welle mitgeschwommen sind, aber, jetzt erinnere ich mich, aber relativ doch rausstachen, weil die
qualitativ nicht mit den anderen Bands zu vergleichen waren. Also von dem mehrstimmigen Gesang hier, da ist Posaune dabei, Xylophon, Klavier, Akustikgitarre, normale Gitarre, also auf dem alten Album. Ja. Und das klingt schon etwas, sag ich mal, anspruchsvoller wie die normalen Britpop-Sachen, so wie okay. das von Oasis war und so weiter. Hat aber schon so den Vibe grundsätzlich. So ja, ja, auf jeden Fall. Also das alte Album auf jeden Fall. Und ich wusste gar nicht, gibt es die Band noch, machen die noch was? Und ja. dann habe ich gesehen, die haben insgesamt, lass mich lügen, 6 Alben rausgebracht. Und das letzte Album ist jetzt das hier das von jetzt? 2016. Okay. Da habe ich einfach mal reingehört und fand, ja, war sehr überrascht. Klingt jetzt etwas ruhiger wie die alten Sachen. Sehr viel Akustik-Gitarren dabei, wie gesagt, auch ein bisschen mit Xylophon und vom mehrstimmigen Gesang her ist es also wirklich ein Traum, also okay. fantastisch. Manche Sachen erinnern so ein bisschen an gesanglich an die Tremolos aus den 60ern, okay. teils ein bisschen nach Simon & Garfunkel. Okay. Also sehr abwechslungsreiches, melodiöses, mehrstimmiges da will ich. Pop-Album. Kann man gut so nebenbei hören, also nervt gar nicht. Ja. Es klingt sehr aufgeräumt und also ich war begeistert, wie ich mal das gestreamt habe und jetzt bin ich mal gespannt. Es ist die zweite Scheibe, die erste Scheibe, die kam, hatte ich das Glück oder das Pech. Das erste Lied ist relativ lang, auch sehr, sehr, sehr leise und da hatte ich so einen großen, bei uns heißt es Schnatzer. Kratzer. Ja. Und Schnatzer. Ja, also über das ganze Lied von rund 5 Minuten, dack, ja. dack. Traumhaft. Ja, zurückgegeben und deswegen habe ich jetzt hier einen Ersatz bekommen. Ich bin gespannt. Was dann noch lustig ist, da war so ein komischer Inleger dabei und war dann eine Randleitung dabei und zwar kann man das irgendwie ausschneiden und dann kann man sich hier diesen Diamant basteln und an eine Schnur hängen und von der Decke irgendwie als Deko. Finde ich witzig. Sieht so aus wie vorne. Das wollte ich gerade sagen. Also das mit dem Diamant hier finde ich eigentlich cool. Ne? Also ja, das kann man ganz schlecht erkennen. Aber dann sieht man hier so einzelne Linien, wo eingezeichnet sind, wo man praktisch das Ganze ausschneiden und zusammenkleben kann. Das mache ich natürlich nicht, aber... Ja. Also ich muss sagen, das Cover spricht mich an, Frank. Hier in Sieg sieht man auch anscheinend noch Aufnahmen, wo die Band live spielt irgendwie. Ja? Hätte ich zwar nicht mehr erkannt, die Musiker, weil das andere war 1990, da waren das alles junge, fesche Burschen mit, wie es halt früher so war in der Britpop. Zeit, alle die Pilzkopffrisuren und jetzt hier, sind älter geworden. Ja. Die Musik ist auch erwachsener geworden, viel erwachsener geworden, aber mir gefällt es unheimlich gut. Also ich war echt überrascht. Lass uns da nachher mal auf jeden Fall noch reinhören. Also das interessiert mich jetzt. Obwohl ich ja so grundsätzlich mit dem Britpop nicht allzu, aber... Hat auch mit Britpop, diese Platte hat mit Britpop wenig zu tun. Okay. Man, also von dem Mehrstimmigen erinnert es schon noch dran, so wie das früher war, weil früher war ja wirklich, jede Band hat da irgendwie da mit mehrstimmigem Gesang irgendwie aufgetrumpft. Aber jetzt von der Musik, vom Musikalischen her, ist es ein ganz normales Pop, ruhiges Pop-Album, würde ich sagen. Mit kleinen Rock-Einflüssen. Bin gespannt. Ja. Sehr gut. Also, schönes Album. Nicht schlecht. Ich nehme mal diese Platte hier. Das ist ein Film. Ja, das ist auch ein Film. Schaut mal hier, ihr werdet es wahrscheinlich kennen. Das habe ich auch noch, ist ein Nachzügler von meinem Geburtstag. Und es handelt sich um Original Motion Picture Score von Paul Herzog von dem Ende 80er Jahre Film Bloodsport. Ein Kampfsportfilm mit Jean-Claude Van Damme. Kennst du ja den Film? Ja. Und das ist wahrscheinlich einer der von mir meist, neben Rocky und Rambo und Over the Top, wahrscheinlich einer der meistgeschauten Filme von mir, so als heranwachsender, halbstarker Jugendlicher, so definitiv. Also den Film, wenn ich den 40 bis 50 Mal, habe ich den in dem Alter so mit 11, 12, 13, 14 mit Sicherheit geguckt. War, glaube ich, noch nicht erlaubt, weil da ist auch einiges an Blut geflogen. Aber, wie der Name sagt. Ja, genau. Und... der hat auch einen, Paul Herzog ist ja bekannt für Soundtracks und Scores und ich fand das damals auch schon sehr cool. Alles so asiatisch angehaucht halt eben irgendwie und so Mischung zwischen akustisch und elektronisch teilweise. Und sehr atmosphärisch und hatte den Soundtrack auch cool in Erinnerung.
Und jetzt, wo ich das geschenkt bekommen habe, weiß ich erstmal, wie wirklich cool das ist. Also da kannst du, das ist teilweise musikalisch, könnte das auch audiophile Vorführmusik sein. Also ist das kein Sampler, sondern es ist ein Orchester, wo quasi die ganze Musik eingespielt hat, oder sind das mehrere Künstler? Nee, das ist original der Score. Ich weiß nicht, wer das hat. Das hat damals Paul Herzog gemacht. Das sind die originalen Tracks, so wie sie im Film sind. Okay. Das sind die originalen Tracks, so wie sie im Film auch sind. Ich weiß nicht, welche Musiker das eingespielt haben damals, aber das ist nicht irgendwie eine Neuinterpretation oder so. Das sind die originalen Songs. Und da gibt es auch kaum Versionen von dem Soundtrack. Ganz schwer. Und vor ein paar Jahren hat Waxworks, heißt das Label, die machen viele solche Sachen, das neu aufgelegt, ich glaube vor 2-3 Jahren. Es gibt 3 Versionen und das ist jetzt die neueste Version. Und das ist noch zusätzlich eine der coolsten Versionen, die ich überhaupt habe, wenn es um Colored Vinyl geht. Schau mal. Sieht ein Vinyl aus wie eine Pizza. Ja. Die Farbe nennt sich Kumite, so wie in dem Film auch. Und die eine Seite eher rötlich, die andere Seite eher gelb. Und auch hier auf den Labels noch so gezeichnete Auszüge aus dem Film. 180 Gramm, mega tolle Colored Vinyl. Gatefold hast du gesehen, mittelschwer bis schwer, innen auch richtig cool eine Szene aus dem Film gezeichnet. Sieht aus wie so ein Cover vom Computerspiel. Ja, auch die Inners, also sind gefüllte Hüllen dabei, aber auch die Inners sind hier schön mit Grafiken. Also das ist, ich finde, schöner könnte man es für einen Filmfan, der so die platte Version kaufen möchte, nicht machen. Man hebt das mal. Ne? Okay. Das ist schon richtig hochwertig gemacht und da bin ich wirklich total begeistert. Auch das Mastering ist wirklich super. Also ich gehe mal davon aus, dass das remastered ist und das klingt wirklich absolute Spitze. Und wie gesagt, klar wusste ich, wie die Musik, was das für Musik ist, aber jetzt im Nachhinein so im Laufe der Jahre, wo ich mich mehr mit Musik beschäftige, weiß ich umso mehr, wie cool das eigentlich ist, was da drauf ist. Also ich finde es absolut Hammer. Einen kleinen Fehler hat es. Es ist leider nicht die ruhigste Pressung. Ich weiß nicht, ob es an der wirklich total verrückten, bunten Vinyl liegt. Hat ein paar Laufgeräusche, sind auch an der einen oder anderen Stelle grenzwertige Knackser und Pops drauf, auch nach dem Waschen. Das ist leider etwas schade. Vor allem, ich denke dann immer, cooler Titel, endlich hat es jemand gemacht, richtig schöne Coverart, schweres Gatefold, geile Sammlerplatten, Doppelvinyl, 45 RPM auch noch übrigens, ne? Er läuft auf 45 und dann scheitert das irgendwie an so einer bisschen Sound, unsauberen Pressung, weil der Sound an sich ist super, das Mastering stimmt auch, ne? Aber irgendwie beim Pressen dann ein paar Fehler, das ist halt ein bisschen schade, aber ansonsten finde ich geiles Sammlerobjekt, also Hammer. Ja, mach was daher. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Schön. Ich finde, da hätte man rein vom Cover hätte man nur noch eins draufsetzen können, wenn man Jean-Claude Van Damme hier so als glänzig oder glänzig abgesetzt hätte. Weil dass das Cover matt ist, nur dass er glänzig ist, so abgesetzt. Das wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen, aber ja, nee, auch so schon echt toll. Und das ist auch eine Version, die man, glaube ich, aktuell noch zu kaufen kriegt übrigens. Okay. Ja, ja. Was hast du noch schön? Ich habe hier mal noch was rausgesucht, weiß jetzt nicht, wie bekannt das ist. Also ich kenne es halt gut von früher. Und zwar die Go-Go Dolls. Ich habe früher eine Minidisc und zwar gab es da eine... Ich habe sie hier irgendwo. Oh, Moment. Minidisc? Ja, schon wieder eine Minidisc. Ja. Jetzt erzählst du gleich noch, wir hören auch noch Schallplatte. Ja, was ist eine kopierte? Aha. Wie kopiert? Sicherheitskopie? Nein, das war damals eine... Das war von einer CD... kopiert auf Minidisc und das Album hieß Dizzy Up the Girl, glaube ich, oder? Moment. Dizzy Up the Girl, genau. Danke. Und dort war ein Titel drauf und zwar Iris oder Iris und der ist eigentlich relativ bekannt. Also die Band ist von 86 und die hatten 98, meine ich, hatten sie so ihren Durchbruch mit diesem Lied Iris. Das war eigentlich von Ronan Keating, hat es gecovert und für den war es eigentlich noch bekannter wie von der Band selber. Okay. Und zwar war das damals der Soundtrack von Stadt der Engel. Mhm. Die haben generell auch was gemacht, glaube ich, Transformers war es noch, Batman. Moment, ich muss gucken. Genau, Stadt der Engel war das Lied Iris, dann Batman und bei Transformers haben sie noch irgendwas als
Film-Soundtracks dazu geleistet. Okay. War früher, also ganz früher haben sie sich eigentlich eher als Punkband verkauft, 86, wie sie angefangen haben. Und dann später so als Alternative, US-amerikanische Alternative Rockband. Okay. Und das Album jetzt hier ist, wie gesagt, ein Greatest Hits-Album von 1995 bis 2006. Und es kam 2007 raus, das Album. Mhm. Und das habe ich gekauft. Es sind halt sehr viele Titel drauf, die auch auf der Minidisc, also auf dem Album Dizzy Up The Girl drauf sind. Von daher kenne ich da ungefähr die Hälfte von den Titeln kenne ich. Ein paar Sachen sind unbekannt. Aber das ist auch so, ja, so gitarrenorientierter Rock-Pop mit einer, er hat eine relativ markante Stimme, finde ich. Kennst du nicht Iris? Kennst du bestimmt. Ja, wenn man es hört, bestimmt. Lisa Ronan Keating hat das gecovert und das lief damals rauf und runter, war eigentlich bekannter wie hier das Original. Das Original, ja. Wobei das Original in meinen Augen viel, viel besser ist. Mhm. Gefällt mir viel, viel besser. Und ich glaube, die gibt es sogar noch und die touren immer noch so ein bisschen rum. Wenn es interessiert, mal reinhören. Ja. Du kennst wahrscheinlich nicht. Nie gehört. Nie gehört. Nee. So wie damals Manning Street Pictures. Nie gehört. Ja, stimmt. Da war was. Ne? Ja. Nee, war ein tolles Album, schöne Platte. Kannst du kurz rausholen. Ist sehr unspektakulär, einfach nur ein schwarzes Cover. Hinten dann auch die Musiker drauf und eine 180 Gramm Platte. Kam in einem nicht gefütterten Inner Sleeves natürlich. Wie immer. Ja. Ja, das war Nummer 2. Also da ist noch was drin. Mensch, da ist noch was drin. Genau. Da ist ist das ungefütterte Inner Sleeve. Ja, ja. Mit Texten und noch ein Bildschirm ist drauf. Ja. Ich habe eben gedacht, es wäre, nee, es ist das Inner Sleeve. Genau. Ja. Jo. Okay. Sehr gut. Dann komme ich jetzt zur dritten Platte. Und zwar sieht die so aus. Mal, Entschuldigung, aus dem Cover, sonst glänzt das wieder so. Die sieht so aus. Es handelt sich um War Greatest Hits. Kurze Geschichte, wo habe ich die her? Und zwar habe ich ja meinen neuen Rega CD-Player bekommen und habe da meinen alten Pioneer SR CD-Player, wollte ich loswerden. Mhm. Und da hat der Pete mir geschrieben, dass er doch Interesse dran hätte. Und da habe ich gesagt, lass uns doch ein Tauschgeschäft machen. Schick mir ein, zwei Platten rüber und dann passt das. Und das haben wir auch so gemacht. Und da hat er endlich mal diese War Greatest Hits für mich rausgerückt, unter anderem. Hat er den nicht selbst auch schon mal vorgestellt? Ja, der hat sich mit Sicherheit selbst auch schon mal vorgestellt. Da war er auch nicht der Einzige, weil der Ruf eilt der Platte voraus. Das ist auch so ein, ja, man kann auch sagen, so ein audiophiler Release. Das kam auch nochmal zum RSD. War, die Band, kennt wahrscheinlich jeder. The World is a Ghetto, das Lied kennt fast jeder. Also selbst wenn das jetzt vom Namen her nicht kennt, wenn man das hört. Das ist sehr bekannt oder auch das danach, The Cisco Kid, auch ist sehr bekannt, ist ja auch eine Greatest Hit und der allerbekannteste ist natürlich Lowrider, kennst du? So wie du es gesungen hast jetzt nicht, aber bestimmt wenn ich... Ey, das war perfekt gesungen. Nee, Lowrider kennt definitiv auch der Letzte und das ist original von 1976, diese Greatest Hits. Und das kam beim RSD, beim Record Store Day 2021. Und das Mastering hier gemacht von Kevin Gray. Die meisten wissen Bescheid, es ist einer der Namen. Wenn der es macht, dann wird's gut. Angeblich gibt es nur... Und? Ja, das ist fast... No. ja. Also, ja, gut. Perfekt gesungen, ja. Nee, ja. Kenn ich. Sorry für die Unterbrechung. Das ist auch klar. Genau, gemacht von Kevin Gray. Was ist das für Musik? Ja, so Funk, Soul, vielleicht auch teilweise so ein bisschen Disco-mäßig angehaucht, aber eher Funk und Soul, würde ich sagen. Einiges an Instrumenten drin. Eine Spaßplatte. Kann man nicht vorstellen, dass da jemand sagen würde, was er misst oder so. Ich finde, da können sich wahrscheinlich viele Leute auch drauf einigen. Wie gesagt, also das wollte ich sagen, angeblich gibt es nur 5000 Stück davon weltweit. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Und also wurde von vielen gelobt als eine der bestklingendsten Platten überhaupt.
ich sag mal jetzt gerade in Bezug aufs Genre auf jeden Fall. Also sie klingt schon echte Spitze. Also wenn man so ein Best-of in dem Genre aus den 70ern kauft, würde man es nicht den besten Klang erwarten. Und hier ist es dann wirklich auch so. Also ich muss jetzt sagen, es ist jetzt nicht, macht mich nicht wunschlos glücklich. Also ich würde, tatsächlich ist es auch ein bisschen unterschiedlich von Song zu Song. Klar, weil es ist halt eine Zusammenstellung. Bei dem einen oder anderen Track, wenn ich da auf so das i-Tüpfelchen, würde mir da noch fehlen, so ein bisschen der letzte Punch. Fehlt mir da teilweise noch, aber das ist wirklich auch Nörgeln auf hohem Niveau. Also es ist definitiv so, das ist eine absolut mega gut klingende Platte und ich freue mich jetzt auch, dass ich die endlich in meiner Sammlung habe. Ist so ein mittelschweres Cover, ist ja hier so leicht glänzig gemacht, ist okay. Hier das Inner Sleeve, hier sieht man auch mal noch ein bisschen die Jungs da drauf. Ja, macht irre Spaß. Würde fast sagen, muss jetzt nicht die Pressung sein, aber ich finde das fast auch so Must-Have. Mhm. Also rein musikalisch, ist einfach cool. Ja. Schön. Ja, was hast du Schönes noch? Gut, dann kommen wir zu meiner letzten Platte und das ist für mich eine ganz große Überraschung. Auch die ist auch tatsächlich erst jetzt 23 rausgekommen. Eine meiner Lieblingsbands, wie immer, geht um Blur. Und zwar das haben die... Das ist doch kein Blatt, das da. Nein, das kommt ja... Jetzt warte mal ab. Furchtbar. So, und zwar geht es hier darum, das Album, ihr letztes Album kam 2015 raus. Die haben ja, glaube ich, über 10 Jahre nichts gemacht und dann kam 2015 nochmal eine Platte. Dann hat man gedacht, oh, es geht nochmal weiter und dann war wieder nichts. Und jetzt, vor kurzem erst gehört, dass sie wieder irgendwie touren und vielleicht ein neues Album kommt raus und, mhm. und die machen jetzt wie abgerissen. Also die Touren in sämtlichen Stadien und so weiter haben auch für nächstes Jahr schon eine riesige Tour geplant. Also die haben sich da irgendwie nochmal wieder vereint. Das ist das Album, das kam 2015 raus. Und jetzt ganz neu, ich hole es mal raus, sonst glänzt so. Das Album The Ballad of Darren, das ist das Cover. Ja, da weiß ich jetzt sogar mal, um was es geht. Ist eine schöne, also die Platte gibt es in mehreren Ausführungen. Ich habe mich für die blaue entschieden, aber was ich dann im Nachhinein gesehen habe, es gibt da so eine Platte, die ist in so einem schwarz-weiß-grauton und die hat so einen Stroboskop-Effekt. Wenn du die auflegst, siehst du praktisch dann hier dieses Schwimmbecken, wo die Leute stehen und du siehst dann praktisch Leute, die dann vom Schwimmbecken ins Wasser reinspringen. Also es ist ganz lustig gemacht. Da kenne ich, das ist bestimmt eine Picture-Disc. Ja, man kann nicht lang drauf schauen, da wird es einem schlecht, aber es sieht unheimlich witzig aus, aber ich wollte die normale Platte haben, weil ich dachte, oder weil ich Angst hatte, dass die Qualität dann irgendwie vielleicht dann drunter leidet. Ja. Wie klingt die Platte? Also viele Leute haben gesagt, das ist doch nicht mehr Plur. Das Problem bei Plur ist ja, der Sänger, der Frontmann Damon Albarn, hat eine super markante Stimme und der hat ja einige Projekte, auch die Gorillas und so weiter, oder The Good and the Bad Times oder wie es heißt, weißt du genau, wie es heißt. Der hat also mehrere Projekte und überall, wo er dabei ist, klingt es irgendwie so ein bisschen nach Plur, weil die Stimme so markant ist. Jetzt haben böse Zungen behauptet bei diesem Album, ja, das klingt wie Damon Albarn featuring Plur. Kann ich jetzt gar nicht unterschreiben. Also muss man ehrlich sein, Plur damals in den 90ern, mitten in der Britpop-Welle, natürlich haben die Sachen rausgehauen wie Coffee und TV, dann haben sie rausgehauen, was war noch alles, Parklife, ihr großes Album, dann Girls and Boys, Song 2, das war in den 90ern, Anfang 2000er und es wäre jetzt schlimm, wenn dieses Album genauso klingen würde. Also dieses Album klingt wesentlich ruhiger, wesentlich aufgeräumter, viel, viel erwachsener. Also die Burschen sind älter geworden, wir sind auch älter geworden. Das heißt, mich hätte es jetzt irritiert, wenn jetzt hier so gitarrenlastige Kracher drauf gewesen wären wie früher. Also hier das Album ist, wie gesagt, wesentlich ruhiger. Anspruchsvoll zu hören, aber nicht, weil es kompliziert ist, sondern weil es einfach, weil es Spaß macht, wenn man es in Ruhe hört, sage ich mal so. Ja. Es macht Spaß, wenn man es in Ruhe hört. Es sind ein, zwei Titel dabei, die klein bisschen schneller sind, aber im Großen und Ganzen sind die Sachen eigentlich relativ ruhig. Aber das Markante vom Plur ist also das Gitarrenspiel vom Gitarristen
und dann halt der Gesang vom Sänger. Von daher, für mich hört es ganz klar, hört es nach Blur an, aber eine Weiterentwicklung. Ja. Man muss ja auch sehen, wenn man die Alben von Blur holt. So die erste Alben damals, Modern Life, Scrubbish oder dann nachher Park Life und so weiter. Das waren alles Sachen, die haben sich von Platte zu Platte haben die sich weiterentwickelt. Die ersten Sachen waren rein Gitarre, Bass, Schlagzeug, bisschen Bläsersatz dabei und ein bisschen so eine Hammond-Orgel, wo er selbst auch spielt, der Sänger, also dem. Mhm. Und dann später waren ein paar experimentelle Sachen dabei. Das Album Tank damals, Think Tank hieß, da ging es dann schon ein bisschen los, wo sie ausprobiert haben, experimentiert haben, mit Gitarrenverstärker irgendwie komische Effekte erzeugt haben. Mhm. Und hier sind sie aber nochmal zurück, nicht zu den Wurzeln, aber nochmal zurück zum Melodischen, zu einer normalen Band, sagen wir mal. Ja, klar. Wo jetzt nicht viel probiert ist, sondern hier ist einfach eine normale Besetzung von einer Band und das ist Blur. Von daher finde ich ein sehr gelungenes Album, habe mich sehr darüber gefreut. Wie gesagt, klar, ich muss es auch ein, zwei Mal hören, weil man dann denkt, ist das Blur, ist es nicht Blur, aber es ist Blur. Ja. Gut, ich meine, du kannst das besser beurteilen wie ich, weil man kann ja schon sagen, dass du wirklich Fan bist von Blur. Auf jeden Fall. Ne? Also wirklich, ich bin ja da leider so aus dieser ganzen Britpop-Szene, da bin ich ja leider, das weißt du ja auch, nicht so drin irgendwie. Ich weiß nicht, warum irgendwas ist an der Art von dem Britpop dran, was bei mir so irgendwie an mir vorbeigeht. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber als die Platte angekündigt wurde, haben wir auch uns drüber unterhalten. Mhm. Und ich glaube, ich habe bei dir hier den ersten Track, der damals... die Single-Auskopplung haben wir draußen. Die erste Single-Auskopplung. Mhm. Und da war ich eigentlich begeistert. Ich weiß nicht mehr, welches Lied das war. Also die erste Single-Auskopplung, die fand ich... Ja, das fand ich ein richtig cooler Track. Der ist mir gut reingegangen. Da dachte ich, könnte doch was sein für mich, die Platte. Dann kam noch eine zweite Single-Auskopplung. Da war ich schon wieder nicht so dabei. Dann war ich schon wieder verunsichert. Da habe ich sie nicht vorbestellt. Und als sie rauskam, habe ich sie direkt gehört. Und in der Gänze, also bis auf den einen Song, ist es einfach für mich wieder... War es nichts. Ja. War es leider nichts. Aber der eine Track, wäre das alles so in die Richtung gewesen, wäre es echt für mich gewesen. Ja. Ja, das ist halt immer das Problem oder die Geschichte bei einem Sammler, wenn man von einer Band Fan ist. Klar, dann man holt sich dann automatisch irgendwie alles und man findet auch irgendwo auf jeder Platte irgendwas Interessantes, weil man ja eigentlich die Musik von den Künstlern mag und dann findet man irgendwelche Details, die vielleicht als ein normaler Hörer nicht findet oder hört, weil er einfach sagt, geht ins Ohr, ist nicht meine Musik und fertig. Ich weiß genau, was du meinst. Aber dafür ist so geht es mehr mit Pink Floyd zum Beispiel. Gibt es ein paar Lieder, die finde ich schön, aber im Großen und Ganzen kann ich mit Pink Floyd jetzt, zum Beispiel ist sehr unbeliebt, ne? Aber ich kann mit Pink Floyd jetzt. Ich glaube, ganz alleine bist du da auch nicht. Nicht damit, so viel anfangen. Ich mag es, aber. Ja. Aber so ist das halt. Und was du beschreibst hier mit Blur, kenne ich ja von anderen Bands, die ich gerne höre, so irgendwie auch im Punk- und Post-Hardcore-Bereich ja auch. Sind auch schon inzwischen welche dabei, die seit 20 Jahren Alben rausbringen. Und da passiert auch immer wieder mal was, eine Änderung. Ob ich das dann gut oder schlecht finde, meistens kaufe ich mir dann trotzdem, genau wie du es auch gesagt hast. Und trotzdem, irgendwann sage ich dann, ist eigentlich doch dann da cool und das gefällt mir wieder gut und so weiter. Ne? Das ist, Da wären wir durch. War schon wieder sechs Platten. Jeder drei Platten sind sechs Platten zusammen. Sechs Platten. Plus eine Minidisc. Und eine CD. Also, was will man mehr? Ich würde sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und wir hören jetzt noch ein bisschen hier in die Platten rein. Ja, mach das mal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ach, wie schön. Herrlich. Ach, wie schön. Herrlich. Kann ich ausmachen. Achso, nee, ich will jetzt mal was. Prost. Prost. Gehen wir noch was. Ich habe noch gar nichts getrunken. Ich muss ja nur schwätzen. Mensch, Frank. Ich bin mal gespannt, wie der Ton klingt mit dem Separategerät hier. Tja. Ich mach's nicht normal. Halt. Ei.